Neue Ausgabe Auszeit habe er von dafür, habe ich mir die Torschützenkönigin der vergangenen Saison eingeladen, Merle Carstensen vom VfL Oldenburg. Hi Merle, es war schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du hast 172 Tore in der vergangenen Saison geworfen. Gab es dafür eigentlich irgendwie auch einen kleinen Pokal, eine Medaille oder was als Anerkennung? Nee, tatsächlich nicht. Also, da warte ich immer noch drauf. Müsste man dir eigentlich was basteln, oder? Damit man sowas als Erinnerung hat? Ja, also der Pokal an sich wäre mir jetzt nicht so wichtig. Mir ist es an sich, der Titel ist mir auch nicht besonders wichtig. Mir ist nur besonders wichtig, dass wir als Mannschaft viele Punkte holen. Und ich glaube, da konnte ich letzte Saison relativ viel zu beisteuern und das freut mich dann natürlich umso mehr. Diese Saison hast du ja auch schon einige Tore geworfen. 19 sind es, damit bist du zweitbeste Werferin bei deiner Mannschaft Oldenburg. Und deine Kollegin Toni Luisa Reinemann, die hat schon 26 Tore geworfen. Und das war ja in der vergangenen Saison auch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer es dann nachher macht mit Platz 1. Jetzt hast du ja schon gesagt, das zählt nicht so viel, aber trotzdem gibt es da vielleicht auch mit ein bisschen Witz so einen internen Kampf am Ende, wer da sich die Krone aufsetzen kann. Jein, also Toni und ich sind da sehr gleich. Uns ist das nicht so wichtig, aber natürlich hat man dann kurz vor Ende der Saison mal drüber gescherzt und dass es ja ganz witzig wäre, wenn wir beide da zusammen oben stehen. Ja, aber wenn man dann im Spiel ist, dann ist es auch egal. Schauen wir mal auf die aktuelle Saison jetzt genauer. Ihr habt drei Spiele schon in der Liga absolviert. Am Anfang gegen Dortmund verloren, dann der Derby-Sieg zu Hause gegen Buxtehude und jetzt das vergangene Spiel habt ihr auswärts bei den Vipers mit Wildung gewonnen. Wie blickst du auf diesen Saisonstart? Ich glaube, wir können sehr zufrieden sein mit dem Saisonstart. Also dort in Dortmund ist jetzt kein Spiel, das wir gewinnen müssen. Und auch gegen Buxtehude ist eigentlich kein Spiel, was wir unbedingt gewinnen müssen. Wir freuen uns natürlich, dass die Spiele dann dementsprechend positiv für uns gelaufen sind. Und auch gerade ja, das Derby halt gegen Buxtehude zu Hause, das will man natürlich unbedingt gewinnen. Ja, und dann in Bad Wildungen. Ist immer sehr unangenehm da zu spielen. Meist relativ viel los in der Halle, es ist relativ laut. Und da sind wir sehr froh, dass wir uns zur Halbzeit schon ein kleines Polster erspielen konnten und das dann auch über die Zeit gebracht haben. Ja, also ich glaube, wir können gerade auch unter der Berücksichtigung, dass wir 7 neue Spielerinnen in der Mannschaft haben, wirklich sehr zufrieden sein mit den Punkten, die wir bisher geholt haben. Vergangene Saison habt ihr auf Platz 4 abgeschlossen. Damit habt ihr euch für die European League Qualifikation qualifiziert. Ihr habt es auch in das Final Four des DFB-Pokals geschafft. Ist da jetzt auch so in gewisser Weise ein bisschen Druck da, dass man an diese Leistung von der vergangenen Saison anknüpfen will oder muss? Also ich persönlich verspüre diesen Druck jetzt nicht unbedingt. Klar ist das natürlich mega cool, was wir letzte Saison erreicht haben, aber ich glaube, realistisch betrachtet muss man auch sehen, dass, wie gesagt, viele neue Spielerinnen jetzt da sind, auch wenn wir tatsächlich nur 4 Abgänge haben, aber wir haben halt ein bisschen aufgestockt im Kader, dass wir ja erstmal jetzt die Spiele gewinnen müssen, die halt auf der To-Do-List stehen, die wir wirklich auf jeden Fall holen müssen, die Punkte. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch noch mal ein bisschen weiterschauen und schauen, wohin es geht. Jetzt war ja Freitag die Auslosung fürs Viertelfinale, für den DHB-Pokal. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall auch ein Los gezogen, was uns auf jeden Fall wieder die Möglichkeit gibt, ins Final Four einzuziehen, sage ich mal so, relativ diplomatisch. Klar, will man daran anknüpfen, aber ich glaube, ein gewisser, also Druck ist jetzt nicht unbedingt da, dass irgendwie die Erwartungshaltung jetzt so ist, dass wir das alles, was wir dieses Jahr oder letztes Jahr geschafft haben, nochmal wieder schaffen müssen, aber man will das natürlich gerne. Ja, das glaube ich. Im Pokal, um das kurz zu erwähnen, habt ihr ja die Werkselfen dann als Gegner. Da spielt ihr auch zu Hause, sicherlich natürlich auch ein Vorteil. Der letzte Pokalsieg von Oldenburg, der war ja 2018. Also wäre ja schön, wenn man da dann auch ins Final Four einziehen kann und da um den Pokal mitspielen kann. Kommen wir nochmal zurück zur Liga. Du hast jetzt gesagt, du verspürst diesen Druck nicht, aber ist trotzdem so ein bisschen, oder sind die internationalen Ränge schon so in gewisser Weise Ziel, dass man da wieder drauf schielt? Nee, also das haben wir uns jetzt nicht als Ziel gesetzt für diese Saison. Wir haben intern auch nicht wirklich über ein Ziel gesprochen. Für uns zählt in dieser ganz besonderen Saison, wo es ja drei Absteiger gibt, wirklich erstmal, dass man
die wichtigen Punkte holt, um sich aus diesem Bereich zu oder von diesem Bereich zu distanzieren. Und das steht für uns erstmal ganz oben auf oberster, an oberster Stelle. Und ja, der Rest ergibt sich dann. Wenn man dann schaut, in was für ein Rausch wir uns letzte Saison am Ende gespielt haben, da haben wir ja, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele in der Rückrunde verloren. Ja. Wenn man dann manchmal so einen Rausch erlebt, dann läuft es auf einmal. Und ob das jetzt diese Saison wieder passiert, wäre natürlich schön. Aber schauen wir mal. Und bei dir persönlich scheint es ja generell sehr gut zu laufen in den letzten Jahren. Du bist ja 2020 nach Oldenburg gekommen, hast vorher erst dritte Liga, dann noch zweite Liga gespielt, bist sofort zu einer Führungsspielerin geworden in Oldenburg. Auch in deiner ersten Saison in der HBF bist du direkt auf Platz 4 in der Torschützenliste gelandet. Wie blickst du auf diese 3 Jahre bisher zurück? Das ist ja wirklich eine tolle Entwicklung, die du da genommen hast. Ja, also erstmal bin ich unheimlich dankbar, dass ich hier sein darf in Oldenburg. Ich fühle mich hier mega wohl, ich fühle mich mega zu Hause. Die Mädels sind super, die Trainer sind super, das Umfeld ist super, die Stadt ist mega schön. Ja, und dann, wenn es handballerisch dann auch noch so läuft, wie es jetzt für mich in den letzten 3 Jahren gelaufen ist und auch für uns als Mannschaft gelaufen ist, kann ich gar nicht anders als einfach nur sehr, sehr zufrieden sein und hoffen, dass es genauso weitergeht. Also ich bin wirklich ja fast schon ein bisschen wehmütig, wie es für mich in den letzten Jahren gelaufen ist. Und sehr, sehr dankbar einfach. Ja, das ist schön, sowas. Manchmal muss man sich auch einfach die Zeit nehmen und das zu realisieren, was einfach so passiert ist, ne? Du hast ja neben deiner Ja, Handballkarriere voll. auch noch anderweitig beruflich Fuß gefasst in Oldenburg. Du machst dein Referendariat, das heißt, du studierst Lehramt auch, oder? Ja, ich habe Lehramt studiert in Flensburg und habe mein Studium da auch noch fertig gemacht und habe dann in den ersten 2 Jahren mich erstmal noch anderweitig beruflich betätigt und habe jetzt letztes Jahr im Sommer mein Referendariat angefangen und beende das jetzt hoffentlich dann im November mit der Prüfung erfolgreich. Genau, und das ist einfach super wichtig, dass man sich gerade als Frau in der Frauenbundesliga einfach auch ja ein zweites Standbein aufbaut. Und es ist nun mal leider so, dass wir hier nicht davon leben können in Oldenburg und dass wir noch nebenbei arbeiten, studieren müssen, um über die Runden zu kommen. Und da muss man natürlich dann auch an seine Zukunft denken. Welche Fächer machst Ich mache Sport und Chemie. du? Sport, das habe ich mir schon fast gedacht. Und du bist ja auch im Verein in Oldenburg da in der Jugendarbeit noch ein bisschen tätig nebenbei, oder? Ja, also derzeit nicht so mega viel, weil ich ja, wie gesagt, mein Referendariat mache und das schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber ich bin schon mal unterstützend dann bei den Jugendmannschaften, insbesondere auch bei den Minis und helfe da ein bisschen aus. Und ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und das möchte ich eigentlich auch dann nach meinem Referendariat wieder ein bisschen mehr machen. Das hört sich ja so an, als ob du wirklich in Oldenburg sehr verwurzelt bist. War das auch ein Grund, warum du deinen Vertrag bis 2024 verlängert hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das, könnte das jetzt eigentlich nochmal alles wiederholen, was ich eben gesagt habe. Ja, ich glaube, wir sind alle sehr hungrig hier, alle sehr wissbegierig. Wir haben ein Trainerteam, was uns immer wieder vor neue Aufgaben stellt, immer weiter fordert, immer weiter voranbringen will. Auch natürlich mega gut für die jungen Mädels, aber ich merke auch, dass ich mich halt in den letzten Jahren nochmal super weiterentwickelt habe. Und ja, irgendwie hat man so das Gefühl, wir bleiben nie stehen an einer Stelle, sondern wir machen immer den Schritt weiter, wenn es vielleicht auch mal nur kleine Schritte sind. Ja, und ich denke, dass das einer der großen Argumente für Oldenburg ist. Und Gespräche, wie es danach weitergeht, gibt es die schon oder ist da schon irgendwas ja, zu sehen in ferner Zukunft? Ja, also so langsam kommen die Gespräche ins Laufen, sag ich mal so. Okay, wir sind gespannt. Wir werden dann nochmal nachfragen, wenn die Zeit dann näher rückt. Und was ich auch gelesen habe, fand ich sehr interessant, du bist Backbeauftragte bei euch in der Mannschaft. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann einmal die Woche Kuchen für alle? Nee, Backe, also Harzbeauftragte. Backe. So, das Ja, kenne ich nicht. Ist das also ja, Ausdruck aus dem man Norden? nennt es ja überall anders. Bei uns heißt es Backe oder Harz oder ich kenne das auch noch als Klister oder so, nennen das, glaube ich, auch einige. Genau, ich bin einfach dafür verantwortlich, dass dass das Harz immer beim Training ist und dass für Nachschub gesorgt wird und so weiter.
Geil, und ich dachte, Backen, habe ich mir schon nur wieder ans Essen gedacht. Auch eine Leidenschaft. Aber das macht natürlich Ja, mehr. aber Kuchen gibt es bei uns auch häufiger mal. Ja, Komme ich trotzdem mal vorbei, um Kuchen zu essen. Cool. genau. Ey, am besten, wenn jemand Geburtstag hatte, dann wird Mais gebacken. Oder wenn jemand dem Torte ins Gesicht geworfen hat, dann muss derjenige auch einen Kuchen backen. Wie häufig passiert das? Es ist gerade letzte Woche wieder passiert. Ist natürlich immer, die Torte leiden kurz, aber alle anderen freuen sich ein bisschen darüber, dass es dann einen Kuchen gibt. Ja, das glaube ich. Sehr cool. Ja, das habe ich auch schon immer gern häufiger mal früher geschafft, der Torte ins Gesicht zu werfen. Man ist ein bisschen beschämt danach, aber es hat super gehalten. Also, was will Ja, man mehr? Aber kommen wir genau. wieder aufs Sport zurück. Ja, nicht nur in der Liga seid ihr aktiv, sondern auch in der European League. Da habt ihr die nächste Runde erreicht und es geht jetzt im November zweimal gegen die HSG Bensheim Auerbach, einen deutschen Verein. Wie siehst du das? Freust du dich darauf, weil man den Gegner jetzt vielleicht ein bisschen besser kennt, schon aus der Liga? Oder ist es vielleicht auch in gewisser Weise irgendwie schade für den deutschen Handball, weil ja klar ist, dass nur eine von beiden Mannschaften weiterkommen kann? Ja, es sind, glaube ich, du hast, glaube ich, gerade schon relativ viele Sachen aufgezählt, die mir so durch den Kopf gehen. Also einerseits ist es natürlich so, dass man ein bisschen weniger Reisestress hat in der Zeit. Es ist schon was anderes, ob man jetzt nach Griechenland reist und da eine Anreise 12 Stunden dauert, eine Tour, oder halt nach Bensheim. Aber andererseits, ja, es ist natürlich irgendwie schade für den deutschen Handball, aber auch für uns und auch für Bensheim, weil man sich von dem europäischen Wettbewerb natürlich eigentlich erhofft, dass man dann mal gegen andere Mannschaften spielt, gegen die man nicht unbedingt in der Liga spielt. Ja, aber dennoch ist es nicht zu ändern und ich glaube, das ist ein Duell auf Augenhöhe und ich bin sehr gespannt, wer sich da über 120 Minuten dann durchsetzen kann am Ende. Hinzu kommt ja auch sogar noch, dass euer nächstes Ligaspiel dann zu Hause am 18.10. auch noch gegen Bensheim ist. Also direkt dreimal hintereinander. Gut auf jeden Fall für die taktische Vorbereitung, oder? Ja, also ich glaube, danach kennen wir uns auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Jetzt seid ihr in der Qualifikation der European League, weil ihr diesen vierten Platz in der vergangenen Saison gemacht habt. Jetzt muss man aber auch erstmal bedenken, dass man diese Teilnahme ja finanzieren muss. Und euer Verein, der hat nach Ende der letzten Saison eine Versteigerungsaktion von euren getragenen Trikots ins Leben gerufen, um halt mit diesen erwirtschafteten Geldern auch ja, diese Teilnahme finanzieren zu können. Und da ist eine Summe von 12.892,63 € ja, gesammelt worden. Das ist ja erstmal Wahnsinn, wie Ja. der Verein da unterstützt wird. Aber wie siehst du das auch? Ist das auch wieder ein Zeichen dafür, dass der deutsche Frauenhandball noch nicht sehr wei so weit in der Entwicklung ist, dass man halt überhaupt erstmal um diese Finanzierung kämpfen muss, dass man dann wirklich international spielen kann? Ja, ist eine schwierige Frage, finde ich. Wir sind natürlich sehr dankbar für die Unterstützung, die wir erhalten, und wir erhalten ja auch von den Sponsoren richtig große Unterstützung, wofür wir natürlich sehr dankbar sind, weil es ja natürlich pro Runde ein erheblicher finanzieller Aufwand ist. Und ich bin auch der Meinung, dass der deutsche Handball, gerade der deutsche Frauenhandball, da jetzt in der nächsten Zeit den nächsten Step gehen muss. Dennoch glaube ich, dass wir hier in Oldenburg gerade ganz gute Schritte voran machen. Also unsere Heimspiele sind derzeit sehr, sehr gut besucht. Die Zuschauerzahlen steigen, die Sichtbarkeit für uns erhöht sich und auch immer mehr Sponsoren kommen tatsächlich auf uns zu und wollen uns unterstützen. Also wir haben jetzt hier gerade so ein bisschen, ja, also auf jeden Fall einen positiven Aufschwung, was das angeht, hier in Oldenburg lokal, wofür wir natürlich sehr dankbar sind. Ja, ich hoffe, dass er diesen positiven Auch wenn Aufschwung das noch lange. kleine Schritte sind. Ja, kleine Schritte, aber Genau. Hauptsache, man macht halt diese Schritte nach vorne. Und ich meine, ihr bestätigt das ja auch mit der Leistung. Ihr seid jetzt wettbewerbsübergreifend 5 Spiele ungeschlagen. Wir drücken die Daumen, dass das auf jeden Fall weiter so bleibt. Merle, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viel Erfolg für die weitere Saison. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.